Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Änderung zur Tagesordnung, Feststellung der Tagesordnung. Herr Leister, bitte. Meine Fraktion zieht den Tagesordnungspunkt 16 zurück und zum Antrag, weil wir uns gestern gemeldet haben, dass dieser Betrag bereits im Haushalt eingestellt ist. Dankeschön, Herr Leister. Gibt es weitere Anträge? Das kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben da die Änderung der Tagesordnung. Einverstanden ist und Zustimmung erteilt, bitte ich die Ja-Stimme. Dankeschön, gegen Brunnenmann, gegenstimmt, Stimmenthaltung, damit 32 Ja-Stimmen einstimmen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Entscheidung über Einwendung und Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Stadtrates vom 25.09. Gibt es hier Anmerkungen? Änderungen? Kann ich nicht erkennen. Normaler Dienstabstimmung wird dem Protokoll für Zustimmung erteilen. Ja, stimmt. Dankeschön. Gegen Vorwand gibt es Nein-Stimmen, Stimmenthaltung. Damit einstimmig angenommen. Einteilung. Dankeschön. Damit ist das Ergebnis 29 zu 0 zu 3. Wir kommen zur Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse an den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Stadtrates vom 25.09. In der dritten Sitzung des Stadtrates vom 25.09. wurde die nicht öffentlichen Teil keine Beschlüsse gefasst. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Ein- oder Fragestellung. Bitte. Kurz die Belehrung. Der Stadtrat hält am Beginn ihrer öffentlichen Sitzung eine Ein- oder Fragestellung ab. Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Bürger ein, kann sie geschlossen werden. Die Dauer der Fragestunde kann bis zu 30 Minuten betragen. Jeder Einwohner hat nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, höchstens 3 Fragen zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Allgemeine Erklärungen oder Diskussionen sind keine Fragen und daher nicht zulässig. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Ein- oder Fragestunde sein. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbürgermeister, den Bürgermeister oder den Vorsitzenden des Stadtrates. Die Beantwortung einer Frage kann auf den zuständigen Fachbereichsleiter übertragen werden. Eine Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die innerhalb von 4 Wochen gegebenenfalls als Zwischenbescheid erteilt werden muss. Somit zur Belehrung. Bitte um die Antwort.
so weit, also kenne ich mich ja wunderbar. Ich wollte seit zwei Wochen diesmal nicht wirklich Herr Oberbürgermeister. Im Jahr 2012 geschah diese Sache mit Messer Schneider. Ich hätte gerne gewusst, wann die noch nicht belegten 25.000 Euro belegt werden, wie man das hinziehen könnte oder zu einem verbindlichen Termin nennen können, wann das geklärt sein wird. Und die zweite Frage betrifft die Stadtwerke Zeitz. Die haben der Stadt Zeitz eine Kreditierung, soweit bekannt, die eine Untersuchung, eine Machbarkeitsstudie über die Übernahme oder Übertragung des Betriebs der Schwimmhalle. Und diese 60.000 waren jetzt eigentlich zustimmungspflichtig vom Stadtrat. Das ist nicht geschehen. Wie gedankt das jetzt der Stadt zu wählen? Wird das durch den Bildungsamt beim Stadtwerk bezahlen? Wird es der Steuerzahler bezahlen? Oder wird es der Verantwortliche bezahlen? Bei der ersten Frage haben wir so leicht nicht, dass Sie meinen, es gibt keine umgekehrten 25.000 Euro. Die Jahresabschlüsse sind entsprechend bestätigt. Die Unterlagen wurden auch im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt, sodass dieser Vorgang abgeschlossen ist. Entsprechend der Beschlussfassung auch läuft im Moment die Liquidierung dieses Vereines, was ja im Hauptausschuss in der Richtung besprochen worden war. Und die Liquidation ist angemeldet. Das Zweite, es gibt keine Unregelmäßigkeiten. Der nächste, das, was Sie meinen, war im Prüfbericht 2012 unseres Rechnungsprüfungsamtes, betraf nicht eine Unregelmäßigkeit des Geldes, dass da irgendetwas falsch gewesen war, wäre, sondern es betraf die Aussage im Rechnungsprüfungsbericht, dass für die Vergabe dieses Auftrages der Hauptausschuss zuständig gewesen wäre. Das wurde gerügt, es wurde keine Fehlverwendung von Geld an sich gerügt, sondern nur die Zuständigkeit der Auftragsvergabe. Herr Oberbürgermeister, Sie sagen doch jetzt eben, wenn man versteht, akustisch gleich rein, wie es akustisch gleich rennt, so am Mikrofon vorbei. Jedenfalls habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sagten Sie, das sei geklärt. Nach meiner Kenntnis, ich weiß nur, dass damals, ich war in der Sitzung selbst hier anwesend, dass das nicht entlastet wurde, sondern dass Sie zugesagt haben, das noch beizubringen. So habe ich es noch genug. Ist da zwischenzeitlich was anderes geladen? Es war kein Eurobetrag ungeklärt. Es war die Frage, ob die Entlastung erteilt wird im Zusammenhang mit der Feststellung der Jahresrechnung. Es gab keine Unregelmäßigkeit, die Ausrechnung war ordnungsgemäß. Es war ein Vergabefehler, dass nicht der Hauptausschuss den Auftrag erteilt hat, sondern aus der Übertragung die Stadtwerke das getan haben, obwohl die Leistung für die Stadt zu erbringen war. Das war der Gegenstand. Ich habe uns missverstanden. Ich habe nicht gemeint, dass das hier, was jetzt erklärt, ich habe das gemeint von dem Messerschneider. Das war jetzt gemeint mit der Frage. Da haben die entsprechenden Ausschüsse nicht öffentlicher Sitzung dazu beraten, der Vorgang ist abgeschlossen. Und nicht der Stadtrat, der hat das alleinige Haushaltsrecht hat. Das hat nichts mit dem Haushaltsrecht zu tun, Herr Moser. So, gut. Gibt es weitere Anfragen? Bitte. Ist Ihnen die Anzahl der berühmten Rasiergebäude und Rücksichtsfläche bekannt, die in Zukunft unsere schöne Stadt Zeitz belegen werden? Nein. Gut. So, das weitere noch eine Frage. Sind seit der Polizei die zunehmenden Halbeaufbrüche geklaut worden, die in der Stadt Zeitz stattgefunden haben, wie auch der Entsetzung berichtet hat? Es war keine Zuständigkeit des Stadtrates, kann ich auch keine Antwort geben. Hier ist die Polizei zuständig. Danke. Gibt es weitere Anfragen? Kann ich nicht erkennen, dann schließe ich die Bürgerfragestunde zum Tagesordnungspunkt 6. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7 und bitte um den Bericht zur Oberbürgermeisterin.
Herr Vorsitzender, liebe Stadtratsmitglieder, Mitglieder, liebe Gäste, auch ich begrüße Sie zur heutigen Stadtratssitzung, in der wir uns wieder eine umfassende Tagesordnung vorgenommen haben, wo aber vor allem der Start in die Haushaltsdebatte für den Haushaltsplan 2015 sicherlich das bedeutendste thematische Ereignis in der heutigen Sitzung ist. Ich möchte aber jetzt schon auch, weil wir dazwischendurch keine Sitzung mehr haben, darauf hinweisen, dass Sie herzlich eingeladen sind, am 5. Dezember 12 Uhr zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit vorbeizukommen. Zu den einzelnen Sachgebieten, wo wir entsprechend heute eine Berichterstattung haben. Die Sanierung der Kindertagesstätte Kleine Strolch ist abgeschlossen. Die Kinder sind am 3.11. in ihr saniertes Haus zurückgezogen. Die Sanierung der Kindertagesstätte Kunderbund über Stark 3 wird bis Ende November abgeschlossen sein. Die Kinder ziehen gestaffelt bis Mitte Dezember in die Einrichtung zurück. Zuerst die Hortkinder und eine Woche später die Krippen- und Kindergartenkinder. Bei der Kindertagesstätte Kleine Maulwürfe in Theißen sind die Fassadendämmarbeiten in der Ausführung und sollen witterungsabhängig im November abgeschlossen werden. Aufgrund der unzureichenden Gründung und der Gefahr eines Grundwasseranstiegs sind weitere Bauleistungen erforderlich, die jedoch erst im nächsten Jahr zur Ausführung kommen. Gleiches gilt für den Erdeinbau einer Löschwasserzisterne im Garten der Kindertagesstätte. Der Umzug ist am 15.11.2014 geplant. Die Einrichtung geht ab 17.11. wieder in Betrieb. Zum Museum Schloss Moritzburg aus Privatbesitz erhielt das Museum im Oktober ein Gemälde des Künstlers Karl Zorn aus dem Jahr 1936 zur Erweiterung seiner Sammlungen geschenkt. Im Zusammenhang mit der Lehrerfortbildung fand eine solche am 24.09. der Region bzw. des Landes in der Sonderausstellung 5000 Jahre Regionalgeschichte Zeitz Archäologie im Braunkohlenrevier statt, an der mehr als 20 Lehrer aus Zeitz und Umgebung teilnahmen. Sachgebiet Bäder, die Schwimmhalle hat seit dem 13.09. 3832 zahlende Besucher registriert. Am besten war der 17.10. mit 154 Gästen besucht. Im Waldbad Kainer erfolgt zurzeit die Erneuerung des Fußbodens und der Decke in den Umkleideräumen zur Abarbeitung der Auflage des Gesundheitsamtes. Wir kommen zu den Baumaßnahmen. Der Personenaufzug Schloss Moritzburg und die barrierearme Erschließung der Zuwegung als zweiter Bauabschnitt des Schlossinnenhofes. Die reinen Hochbaukosten für den Aufzug inklusive dem neuen Eingangsbereich betragen ca. 625.000 Euro. Der Terrazzo Estrich im Treppenhaus und im neuen Eingangsbereich wurde geschliffen. Der Einbau des Empfangstresens im neuen Eingangsbereich für Besucher erfolgt in der 45. Kalenderwoche. Elektroleistungen müssen noch zur Komplettierung der Rohinstallation ausgeführt werden. Der Tunnel am Eingang Bastion wurde montiert. Die entsprechend gestaltete Zugangstür wird im November eingebaut. Die beauftragte Metallbaufirma fertigt momentan das Geländer und die Treppe für den Eingangsbereich. Baubeginn für die Zuwegung im Schloss Innenhof erfolgte hier am 5.11.2014. Derzeit wird der erste Teilabschnitt Zuwegung zum Fahrstuhl aus Richtung Schlosspark umgesetzt. Die Umgestaltung des Schloss Innenhofes erfolgt dann im Frühjahr 2015. Wenn alles planmäßig läuft, wie wir es im Moment vorsehen, soll es uns noch gelingen, vor Weihnachten den Fahrstuhl und damit also diesen neuen Bereich einzuweihen. Aber da gibt es noch ein paar kleine Unwägbarkeiten, die sich aus dem Metallbau darstellen, sodass ich es noch nicht hundertprozentig zusichern kann. Zudem ist dann der Termin mit unserem Bauminister zu finden, der natürlich bei diesem besonderen Anlass, weil es ja das Preisgeld für unsere Bewerbung barrierefreie Kommune ist, was wir verwendet haben, was ja vom Bauministerium auch ausgereicht worden ist. Sekundarschule am Schwanenteich, Rasberger Straße. Die Dachsanierungsarbeiten sind abgeschlossen, die Fassadendämmarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. In dem Baulos für die Dachdeckerarbeiten wurde die Ausführung derartigen geändert, da das Bestandsgebäude sehr stark von einer fluchtgerechten Ausführung abwich. Daher konnte die ursprünglich angedachte
Attika-Blende an den Dachrändern nicht zur Anwendung gelangen. Auch die weiteren Dinge können Sie auf unserer Internetveröffentlichung meines Beitrages nachlesen, was die weiteren Bauschritte sind. Kita Kunderbund, ich hatte es vorhin schon angefangen zu erwähnen, ausgeführt werden die Wärmedämmung der Giebelseiten, die Erneuerung der gesamten Elektroanlage, der Rohrleitungen und Heizflächen sowie der Innentüren mit Einbau von Brandschutztüren sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten bei einer Realisierung insgesamt in diesem Jahr. Der Grundschule Stadt Mitte, Pestalozzi-Straße bzw. Schillerstraße. Momentan werden im zweiten Bauabschnitt Dämmplatten auf der obersten Geschossdecke verlegt. Der obere Teil des Turmes wurde neu verschalt und dieser wird momentan mit Schiefer verkleidet. Der Blitzschuss wird bis Ende der 46. kW ausgeführt. Die Abbrucharbeiten der Scharrenstraße 8 sind abgeschlossen. Die Gesamtkosten beliefen sich dafür auf rund 35.000 Euro. Im Bereich Straßenbau und Verkehr, die Gemeinschaftsbaumaßnahme Kanal und Straßenbau Tröglitzer Straße, begannen ja bekanntlicherweise die Baumaßnahmen am 2.6.2014 und sollen bis Mai 2015 abgeschlossen werden. Der neue Schmutzwasserkanal wurde einschließlich Hausanschlüsse bis Höhe Schillerstraße neu verlegt. Ebenfalls wurden die Hausanschlüsse für den zukünftigen Regenwasserkanal bis Höhe Schillerstraße erneuert. Im Rahmen des Straßenbaus sind die Erdarbeiten, die Verlegung des Beleuchtungskabels, das Setzen der Borde und die Pflasterarbeiten des Gehweges auf der Ostseite bis einschließlich Einmündung Goethestraße abgeschlossen. Es ist vorgesehen, den Asphalteinbau in der Fahrbahn bis Einmündung Goethestraße bis 47. Kalenderwoche durchzuführen. Sie hatten in der letzten Stadtratssitzung einen Beschluss gefasst zur Verlegung der Bushaltestelle des ÖPNV von der Braustraße auf den Altmarkt. Wir haben uns dazu an die PVG gewandt. In einem Schreiben der PVG vom 16. Oktober 2014 erfolgte der Hinweis, dass die Verlegung der Bushaltestelle Michaeliskirche auf den Altmarkt im Rahmen des beauftragten Nahverkehrskonzeptes mit beachtet werden kann. Diese wörtliche Verlegung würde eine Fahrzeitverlängerung bedeuten, damit die Wagenumläufe nicht mehr gewährleisten Anschlusszeiten und kann nicht in aktuelle Fahrpläne aufgenommen werden. Die örtliche Straßenverkehrsbehörde machte darauf aufmerksam, wenn die Verlegung zum Standort der heutigen Touristinfo gemeint sein sollte, muss die Haltestelle für Reisebusse aufgegeben werden. Eine gemeinsame Nutzung ist vom Straßenverkehrsrecht ausgeschlossen. Es gab auch heute noch eine Anfrage zu der längst von uns gewollten Informationstafel Nebelbrunnen. Zurzeit wird das Anbringen einer Informationstafel auf dem Altmarkt Ecke Nebelbrunnen vorbereitet. Auf der einen Seite soll ein Stadtplan der unmittelbaren Innenstadt zu sehen sein, auf der anderen Seite die Bedeutung des Nebelbrunnens und der dort durchgeführten Archäologie erläutert und bebildert werden. Dabei soll auch ein Stück Stadtstruktur aus der Zeit des auslaufenden 15. Jahrhunderts mit abgebildet werden. Für die Stadt entstehen keine Kosten, da die Tafel über Anzeigen finanziert wird. Ein genauer Termin der Anbringung steht noch nicht fest, weil unser Grabungsleiter Hüppmeier sich verpflichtet hat, jetzt bis Ende November die Bilddarstellungen uns vorzulegen. Also er braucht noch ein paar Tage Zeit, damit das dann entsprechend übernommen werden kann. Zum Bahnradweg Zeitz-Kamburg. Der Fördermittelbescheid für den Ausbau des Abschnitts zwischen der Naumburger Straße und der Gemarkungsgrenze liegt vor. Der Ausbau des Radweges bis zum jetzigen Bauende in Kraner erfolgt gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Treusiger Zeitzer Forst. Mit den Bauarbeiten wurde begonnen. Der Einbau der Asphaltdecke soll bis Mitte November erfolgen. Der Abschluss der Baumaßnahme ist für Ende November geplant, sodass auch dieser Radweg dann geschlossen ist und dann ja letztendlich in Höhe MOT etwa auf den Re-Cabo-Radweg aufmündet und wo dort auch der Elster-Radweg gut erreicht ist, sodass also unser Radwegesystem dann komplettiert wird. In der Dr. Flörsheim-Allee werden in der vorhandenen Lücke in der Baumreihe am Friedhof 6 Bergahorne gepflanzt. Der Auftrag wurde nach erfolgter Ausschreibung erteilt. Die Pflanzarbeiten sollen bis Ende November abgeschlossen werden. Schade, dass Herr Hörisch heute nicht da ist. Ufer Johannesteich.
Der Johannisteich weist bereits seit Jahren einen Wasserverlust auf, der nicht allein auf Verdunstung zurückzuführen ist. Diese Wasserverluste müssen durch Pumpen aus dem Wilden Bach kompensiert werden, was Kosten, die über eine normale Unterhaltung hinausgehen, verursacht. In 2014 kam es zu mehreren Uferrutschungen, sodass Teile des Ufers abgesperrt werden mussten, um die Sicherheit der Schlossparkbesucher nicht zu gefährden. Nach Schließung des Schlossparks wird bis zum Jahresende das Ufer saniert und abgedichtet. Die Leistungen werden im Rahmen des Dienstleistungsvertrages von der SSBZ GmbH ausgeführt. Eine Bemerkung zu unserem Nachtragshaushalt. Am Montagnachmittag erhielt ich per E-Mail die Haushaltsverfügung des Burgenlandkreises. Ich habe sie auch gestern den Fraktionsvorsitzenden übergeben. Wir sind hier im Gespräch mit der Kommunalaufsicht. Ich habe hier unsere Stellungnahme heute dazu gegeben, weil wir die beiden Punkte, wo ein Beitritt durch Stadtratsbeschluss angeregt ist, ich will es mal vorsichtig formulieren, aus unserer Sicht ein solcher Beitrittsbeschluss nicht erforderlich ist. In einem Fall auch die oberste Kommunalaufsicht bereits mit Schreiben vom 29.09. mitgeteilt hat, dass es überhaupt keiner Behandlung dieser Frage bedarf. Ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Tagen mit der Kommunalaufsicht hätte gehofft, dass ich einen Anruf heute noch bekomme, habe ich leider nicht bekommen, dann auf einen guten Weg führen und im nächsten Amtsblatt in der Lage sind, den Nachtragshaushalt entsprechend zu veröffentlichen, damit er in Kraft treten kann. Meine heutige Stellungnahme zur kommunalaufsichtlichen Verfügung hat heute Nachmittag Frau Krämer auf meine Bitte den Mitgliedern des Ältestenrates, also damit allen Fraktionsvorsitzenden, zugesandt. Im Sachgebiet Feuerwehr, die im Bereich Artenschutz, ein wichtiges Arbeitsgerät zum Prüfen von Masken und Pressluftatmern nach 20 Jahren seinen Dienst einstellte, musste dieses durch einen neuen Testor Ersatz beschafft werden. Ebenfalls in der Beschaffung befindet sich ein hydraulisches Rettungsgerät für die Ortswehr Theißen und ein Sprungrettungsgerät für die Ortswehr Stadt Zeitz. Die alten Geräte sind ab 2015 nicht mehr zugelassen. Da seit Oktober der digitale Funk getestet wird, wurden auf den wichtigsten Löschfahrzeugen Führungsfunkgeräte verbaut, welche eine strukturierte Einsatzstelle ermöglichen sollen. Schließlich im öffentlichen Teil als letztes mit dem Herbst ist das Aufkommen an Blättern auf Gehwegen wieder angestiegen. Das Ordnungsamt hat zahlreiche Hauseigentümer auf ihre Pflichten zur Reinigung hingewiesen und musste auch bereits Ersatzvornahmen einschreiten. Allerdings auch da muss ich sagen, eine Ersatzvornahme ohne vorherige Anhörung ist nur möglich, wenn eine unmittelbare Gefahr definiert werden kann. Alleine der Umstand, dass Blätter, wenn sie nass sind, schlüpfrig sein können, reicht für eine Ersatzvornahme ohne Anhörung nicht aus, weil der Fußgänger, so die Rechtsprechung, weil der Fußgänger erkennen kann, dass es glatt ist. Das heißt, wir müssen für eine Ersatzvornahme das formelle Fahren einhalten, was dann doch einige Tage in Anspruch nimmt. Im Hinblick auf den bevorstehenden Winter wird auf die Verpflichtung der Hauseigentümer zur Erledigung des Winterdienstes insbesondere auf den Gehwegen hingewiesen. Bei Kletter auf den Gehwegen muss zusätzlich abgestumpft werden. Soweit der aktuelle Bericht zu Beschlüssen bzw. zu aktuellen Tätigkeiten in der Stadtverwaltung. Danke. Kann man nur allen Beteiligten, auch die Verwaltung, danken für diese Arbeit.
Herr Gennisch, ist es vorgesehen, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres in den Einrichtungen Kleine Sträucher und auch Musikus und auch in der Grundschule wie eine Einweihungsfeier machen, wo dann auch sowohl die Leute, die gespendet haben, als auch die Baufirmen und die Eltern, die alle mitgeholfen haben, eingeladen werden sollen. Aber die Einrichtungen wollen das mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Dankeschön, Frau Lappenberg. Herr Oberbürgermeister, habe ich das richtig verstanden? Der Johannisteich wird bis zum Jahresende so weit saniert, dass diese von Ihnen auch zu Recht angesprochenen Wasserverluste damit nicht mehr möglich sind. Habe ich das richtig verstanden? Nicht ganz richtig, wir werden es bis zum Jahresende nicht schaffen. Wir haben ja erst gewartet, bis der Schlossbau geschlossen ist. Die Arbeiten habe ich diese Woche jetzt beauftragt und wir gehen davon aus, dass es also bis zur Eröffnung wohl dauern wird, bis wir es in Ordnung haben. Okay. Danke. Also begrüße ich ausdrücklich, dass dies so durch die Verwaltung geleistet wird. Dann habe ich noch zwei Anfragen. Aus meiner Sicht wäre es ausreichend, wenn im Rahmen auch einer Informationsvorlage das im Bauausschuss mal als Gesamtvorgang dargestellt wird, weil also ich zumindest persönlich da mit dem Werdegang nicht so vertraut bin. Das heißt einmal Aufzug Moritzburg, den Sie angesprochen haben. Da gibt ja immer diese Gespräche in der Öffentlichkeit so nach dem Motto, es hat sich so erheblich verteuert, das nimmt mittlerweile einen Umfang an, der für die Stadt eine finanzielle große Belastung ist. Und das Zweite, Sie sprachen auch den Nebelbrunnen an, da ist es immer, der soll 70.000 Euro gekostet haben und eigentlich wird da nur ein bisschen Wasser verdüst. Also mir würde es reichen, wenn diese beiden Punkte im Rahmen einer Informationsvorlage an den Bauausschuss mal vorgestellt werden seitens der Verwaltung und dann auch in den Bauausschuss entsprechende Fragen dazu gestellt werden können. Das würde hier sicherlich den Rahmen sprengen. Also im Vorstand muss ich sagen, im gesamten Bauverlauf hat der Bauausschuss oder vorhergehende mehrfach vor Ort Bauausschusssitzungen, wo alle Fragen beantwortet worden sind. Und wir sind jetzt in der Fachstellungsphase. Da sind die Dinge nicht, gibt's nichts Neues mehr. Dazu die zweite Aussage, die Sie dazu getroffen haben, wird nicht verteuert. Ist nicht richtig, das wird an mancher Stelle so betrachtet, aber da werden Birnen plus Äpfel plus Erdbeeren gemacht. Unser Förderantrag barrierefrei enthielt ausschließlich den Fahrstuhl. Und diese in der Kostengröße 625.000 Euro, die ich vorhin wiederholt habe. Das Land hat uns vorgeschlagen gehabt, wenn er es schon macht, dann macht es doch bitte kompletter, hat unsere Mittel als aufgestockt, dass in dem Förderprogramm steht, falscher Denkmalschutz. Deshalb wäre im vergangenen Jahr auch in der Außenerschließung den Zugang zum Oberhaus von der Straße her. Die Neigung können wir nicht ändern. So wie den gesamten Weg vor dem Dom wird man gemacht haben. Und jetzt beim Innenhof sind, das heißt, das Land hat uns in Ergänzung des Preisgeldes, um das Ganze sinnvoll zu machen, weitere Gelder zur Verfügung gestellt, die verwirklichen. Und da ist es natürlich eine andere Summe, das war ja dazu von uns gewünscht, aber nicht erhofft, aber wir sind froh, dass es so geworden ist mit diesen Förderungen. Und das sagen wir nochmal, dass das Fahrstuhlthema gerade im letzten Finanzausschuss auch ausführlich schon mal informiert worden war. Aber ich denke, es gibt doch dann den Vorgang und vielleicht kann er dann nochmal einfach im Bauausschuss gegeben werden, denn wenn es immer so mündliche Informationen sind, dann gibt es auch nur immer ein halbes Verstehen und dann ist da eine Gerüchteküche im Umlauf. Es gibt aber keinen Bauvorgang mehr, der ist im Abschluss. Es gab im Finanzausschuss die Informationsvorlage schriftlich zum gesamten Vorgang vorgestellt. Also nur zum Fahrstuhl? Ist aber in Vorbereitung, mehr zu diesem Aufwand.
Zu dem kompletten Bauvorhaben. Und der Fahrstuhl ist. Ist okay. Und dann haben wir noch den gut, also dann wäre das Thema schon in dem Finanzausschuss angelegt. Und der Altmarkt-Nebelbrunnen, das wäre dann im Rahmen einer Informationsvorlage dann sicherlich beim Bauausschuss mal auf die Tagesordnung zu bringen. Denn da gibt es immer diese. Bitte, ich will mich da nicht wiederholen. Ja, weil der Finanzausschuss hat mit dem Bauausschuss auch nichts zu tun, weil da keine Bauabschlüsse an der Stelle sind. Ich kann nur eins sagen: der Preis 60.000 ist aus Luft gegriffen, der stimmt nicht. Für den Nebelbrunnen an sich. Ja. Will ich auch nicht in Frage stellen, aber ich denke, da kann man nur in einen Austausch kommen, wenn es eine entsprechende Vorlage aus der Verwaltung im Finanzausschuss dann, das ist für uns überhaupt nicht das Problem, gibt. Dazu danke ich, das waren meine Anfragen. Danke. Dankeschön, Herr Kühle. Bitte, Frau Herr Oberbürgermeister, ich freue mich sehr, dass ich in Ihrem Bericht hören konnte, dass der Lückenschluss des Radweges Zeitz-Camburg, der auf Zeitzer Gebiet liegt, jetzt ermöglicht wird. Ich möchte nachfragen, weil meine Erinnerungen auch nicht immer auf den Punkt genau sind. Hatten wir es im Haushalt schon hineingetragen, weil ich erinnere mich gut, dass wir es mal streichen mussten. Und es gab zum Zweiten, also das ist die eine Frage, Teil 1. Und das Zweite, es gab ja dort auch Probleme mit der Streckenführung im Bereich Richtung Grana, so ist zumindest mein Kenntnisstand. Und da wollte ich nachfragen, wie denn das nun geklärt wurde, wie die Strecke am Ende ist, also dieses Stückchen, weil es da wohl Probleme gab mit der alten Eisenbahnbrücke und den entsprechenden Übergängen in die, also in die tälernen Lagen der Stadt. Ja, wie auch immer ihr das bezeichnet. Und ich erlaube mir dann doch nochmal den Hinweis an meinen Kollegen Dieter Kniezig, die Kosten für die Neugestaltung des Altmarktes sind ausgereicht worden durch die Verwaltung zum Protokoll des Finanzausschusses am 16.09. für alle Kollegen, die das interessiert, ist auch im ALRES abrufbar. Und das andere wurde ja schon gesagt, da hat der Finanzausschuss sich für die kommende Sitzung gewünscht. Vielen Dank. So, Schiebe, wir sind heimisch, sind Sie in der Lage, was zu sagen? Wir sind im Geld. Zum Geld kann ich sagen, die Maßnahme ist also im Haushalt diesen Jahres ist eine abgesicherte Finanzierung einschließlich der Fördermitteleinnahme, der Bescheid ist da. Die Ausschreibung ist über die Verwaltungsgemeinschaft Reusig-Zeitzer Forst gegangen, da haben wir uns im Prinzip mit dran gehängt und deswegen ist also auch die Vergabe hier nicht irgendwo in Zeitz erfolgt und es ist vorgesehen, praktisch diesen Radweg, die Brücke ist ja durch die sogar abgerissen worden, praktisch runterzuführen auf den Radweg, der also auf der auf der Nordwestseite der B180 ist. Dort wurde angebunden und soll parallel zu dem Eisenbahndamm mit einer Rampe praktisch dann bis auf die Höhe führen der ehemaligen Strecke. Ja. Also das Grundstück haben wir schon gekauft. Danke schön. So, ich hätte dann doch noch eine Nachfrage oder eine Bitte. Die Vermarktung dieses Radweges geschieht dann auch gemeinsam mit dem Reusig-Zeitzer zu Forst, weil das wäre ja dann auch wichtig, wenn so ein Radweg gut ist und der ist gut, dann sollte man ihn ja auch gemeinsam öffentlich und marktfähig halten, wenn ich es in Anführungsstrichen formulieren darf. Ist das so geplant? Er war ja bisher schon durch die Nachbargemeinden in der Veröffentlichung. Er ist jetzt, glaube ich, auf dem Gebiet des Burgenlandkreises fertiggestellt. Das ist, glaube ich, noch nicht das Campo komplett, aber dort wird er weitergebaut. Und wir haben dort ja auch einen Förderverein für diesen Radweg, den wir ja auch angehören. Und es ist abgesichert, dass wir das gemeinsam mit dem Burgenlandkreis und den benachbarten Gemeinden bewerben. Dankeschön. In den neuen Karten wird er schon erscheinen. Die jetzt im Redaktionsschluss liegen.
Keine weiteren Fragen. Damit schließe ich den 1008/2009 Einführung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2015. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Haushalt 2015 wirft nicht nur Schatten voraus, aber auch Schatten, weil er wieder, wie es uns in den letzten Jahren ja bekannt ist, nicht nur Freude bereitet, sondern auch eine ganze Menge Leid, wenn wir Dinge, die wir für dringend notwendig halten, im Moment nicht sichern können. Wir wollen aber in die Diskussion einsteigen und deshalb will ich ein paar Worte dazu sagen, bevor Sie dann, so wie wir es immer gehandhabt haben, anschließend die Debatte in die Ausschüsse, in die Ortschaftsräte verweisen, um dann gemeinsam die Haushaltsaussprache im Ergebnis all dieser Teile in der Sitzung am 18. Dezember entsprechend durchzuführen. Die finanzielle Situation der Stadt Zeitz hat sich im Vergleich zum Jahr 2014 nicht wirklich geändert. Die Verwaltung legt auch diesmal einen ausgeglichenen Haushalt vor, so wie ich es gesagt habe, sicherlich an einigen Punkten mit Schmerzen. Das hört sich zunächst gut an und vermittelt das Gefühl von alles ist gut. Leider ist es aber nicht so. Betrachtet man die Ausgabeposition des Ergebnisplanes, so zeigt sich schnell das grundsätzliche Problem. Die meisten Positionen wie Personalaufwendungen, Transferaufwendungen, also Umlagen, Finanzaufwendungen sind nur sehr eingeschränkt zu beeinflussen. Bestimmen sie sich doch der Höhe nach im Wesentlichen durch bundes- oder landespolitische, gesetzliche und tarifliche Vorgaben. Am Ende verbleiben Sachaufwendungen, die sich auf zig einzelne Sachkonten verteilen und mit rund 8,2 Millionen Euro lediglich 16,5% des gesamten Haushaltsvolumens ausmachen. Trotzdem hat die Verwaltung bereits im Vorfeld der Beratungen die Aufwendungen auf ein Mindestmaß gekürzt. Damit konnte der Ausgleich des Ergebnisplanes zumindest 2015 dargestellt werden. Die Haushaltsplanung verläuft in der Regel nach demselben Muster. Aufwendungen müssen gestrichen werden, dabei muss zumeist auf Dinge verzichtet werden, zu denen wir gesetzlich nicht verpflichtet sind. Doch auch bei den Pflichtaufgaben muss gekürzt werden, was aber zumindest auf Dauer nicht geht. Wir können uns nicht länger der Erkenntnis verweigern, dass nur wenige unserer als örtlich nahezu unabweisbare Aufgaben, die Kommunalaufsicht nennt es freiwillige Aufgaben, andere nennen es Wünsche, tatsächlich finanziell realisierbar sind, insbesondere unter dem perspektivischen Blick auf unsere Zukunft. Es ist mühsam und hebt die Laune nicht, wenn man alle Jahre wieder eine Haushaltsrede schreiben muss, die eigentlich immer wieder dieselben Probleme beinhaltet. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt erwarten von uns, dass wir gemeinsam an der positiven Entwicklung unserer Stadt arbeiten. Konkret bedeutet das, dass wir die Erwartungen durch kluge politische Entscheidungen erfüllen. Sie erwarten, dass Zeitz kinder- und familienfreundlich ist, eine Stadt mit Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten und Freizeit-, Sport- und Kulturangeboten. Nur wenn wir die Erwartungen unserer Bürger erfüllen können, werden wir die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt sichern. Nur so kann es uns gelingen, Menschen dazu zu bewegen, in Zeitz zu bleiben oder nach Zeitz zu ziehen. Nur so können wir den stetigen Bevölkerungsrückgang stoppen und eventuell umkehren. Nun möchte ich ein paar Zahlen zunächst zum Ergebnisplan nennen. Wie ich anfangs bereits erwähnte, ist der Ergebnisplan des Jahres 2015 ohne Überschuss ausgeglichen. Jedoch bereits ab dem Jahr 2016 werden regelmäßige Defizite erwartet. In Zahlen aus heutiger Sicht. In Zahlen bedeutet dies aus heutiger Sicht 2016 minus 2,5 Millionen, 2017 minus 3,9 Millionen, 2018 minus 4,3 Millionen. Diese Zahlen erschrecken, aber sie sind seit einiger Zeit bekannt und haben auch einen eindeutigen Grund. Nach den derzeit aktuellen Orientierungszahlungen des Landes Sachsen-Anhalt gehen die allgemeinen Landeszuweisungen von 9,4 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 3,6 Millionen Euro im Jahr 2018 zurück. Und das, meine Damen und Herren, bei gleichbleibender und teilweise sogar sinkenden Steuerkraft. 6 Millionen weniger. Diese 6 Millionen sind die wir in den nächsten Jahren kompensieren müssen. Wie soll das gehen?
Die Fachbereiche der Verwaltung sind eigentlich schon 2015 weit unter der Finanzausstattung, die eigentlich benötigt wird, um die Einrichtungen, Straßen, Grünanlagen der Stadt einigermaßen vernünftig zu unterhalten. Diese drastischen Kürzungen sind nicht mehr kompensierbar. Diese uns angeordnete Finanzsituation zwingt uns über kurz oder lang dazu, wirksame und tiefgreifende Sparmaßnahmen anzufassen und umzusetzen. Wie wollen wir die Erwartungen unserer Bürger erfüllen, wenn wir keine vernünftige Finanzausstattung vom Land erhalten? Werden wir gezwungen, alle unsere Kosten in Steuereinnahmen umzuwandeln? Ist das familienfreundlich oder gar kinderfreundlich oder auch einwohnerfreundlich? Der kommunale Finanzausgleich soll den Gemeinden die Grundlage ihrer verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung sichern helfen. Die erkennbare Fortentwicklung des Finanzausgleichs schwächt die Kommunen in ihrer Finanzausstattung. Sparen ist richtig und wichtig. Jährlich werden uns die Stellschrauben aufgezeigt, an denen wir drehen sollen. Aber können wir damit unser Ziel, die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt zu sichern, überhaupt noch erreichen? Für 2015 können wir diese Frage noch eindeutig bejahen. Für die mittelfristige Finanzplanung muss es eine Lösung auf Landesebene geben. Das Land ist verpflichtet, die Schlüsselzuweisungen so zu gestalten, dass Städte und Gemeinden eine auskömmliche Finanzierung erhalten. Zumindest steht es in unserer Landesverfassung so. Der fortwährende Hinweis auf Reduzierung von freiwilligen Aufgaben kann nicht mehr akzeptiert werden. Die sogenannten freiwilligen Aufgaben bedeuten für eine Kommune auch Lebensniveau. Komme ich nun zum investiven Teil unseres Haushaltes, der sogenannten Königsdisziplin der Haushaltsberatungen. In den vergangenen Jahren mussten wir, und damit sind wir nicht allein, immer einen Spagat zwischen wünschenswerten Investitionen und nicht aufschiebbaren Aufgaben leisten. Das wird auch 2015 und in den kommenden Jahren der Fall sein. Uns steht aus der Investitionspauschale eine Summe von 978.000 Euro zur Verfügung. Übertriebene Investitionserwartungen darf man aus dieser Summe nicht ableiten. In jedem Jahr sind wir erneut gezwungen, dringend notwendige Maßnahmen immer wieder zu verschieben. An dieser Stelle möchte ich die zur Entwicklung der Investitionszuweisung des Landes informieren. 2010 2.074.000, 2011 1.734.000, 2012 1.013.000, 2013 979.000, 2014 938.000, 2015 978.000. Das ist von 2010 bis 2015 mehr als eine Halbierung. Bei dieser Entwicklung ein hohes Investitionsvolumen zu erreichen, grenzt fast an Träumerei. Dennoch haben wir es geschafft, einige Baumaßnahmen, insbesondere im Förderbereich, in unsere Planungen zu berücksichtigen. Dazu gehören die Erweiterung der Feuerwehr, die Programme städtebaulicher Denkmalschutz, aktive Stadt- und Ortsteilzentren und Stadtumbau Ost. Hier insbesondere deshalb, weil diese Förderprogramme in den nächsten Jahren auslaufen. Und wenn wir hier jetzt nicht noch das, was wir noch bekommen können, abrufen, werden wir noch schlechter gestellt sein in den folgenden Jahren. Dazu gehört auch der erste Bauabschnitt der Weißenfelser Straße sowie der Gehweg und die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Kainau. Meine Damen und Herren, die Haushaltsaufstellung ist Jahr für Jahr alles andere als eine lustige Prozedur. Denn im Hinblick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt sind wir gezwungen, Plananträge der Fachbereiche abzulehnen. Vor uns liegt eine Arbeit, die wir zu leisten haben. Ringen wir gemeinsam um die beste Lösung. Zur Haushaltsplanung gehört auch ein Rückblick auf das vergangene Jahr. Deshalb möchte ich am Ende meiner Rede noch ein paar Worte zum Jahresabschluss 2013 verlieren, weil Sie auf diesen wahrscheinlich längst warten. Der Jahresabschluss kann erst erstellt werden, wenn die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 vorliegt. Wie ich bereits in vergangener Zeit informierte, konnte dies aufgrund der Umbewertung von Grund und Boden noch nicht abgeschlossen werden. Die übergebenen Daten werden derzeit ins Haushaltskassenprogramm eingepflegt, sodass wir gute Hoffnung haben, recht bald einen vorläufigen Eröffnungsbilanz zu haben und damit auch einen Jahresabschluss 2013 erstellen zu können. Ob die Eröffnungsbilanz dann schon vollständig geprüft ist, kann ich nicht sagen. Ich würde eher zurückhaltend an dieser Stelle sein. Wir werden mit einer vorläufigen Eröffnungsbilanz sicherlich den Jahresabschluss 2013 erstellen müssen. Meine Damen und Herren, ich wünsche uns eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit auf dem Weg zu einer möglichst einvernehmlichen Beschlussfassung zum Haushalt 2015. Die Basis dafür bietet der Haushaltsplanentwurf, den wir nun gemeinsam in Ortschaftsräten, Ausschüssen und im Stadtrat behandeln wollen. Dafür wünsche ich uns gemeinsam kreative Lösungen, viele gute Ideen, möglichst viel zusätzliches Geld und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Den Redebeitrag werden wir, Frau Krämer, ich habe es Ihnen noch nicht gesagt, denke ich, bei dem Tagesordnungspunkt im ALRES mit einstellen können. Nicht als Anlage zum Protokoll, sondern wir werden ihn ins ALRES mit reinnehmen. Okay? Danke, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, unsere Fraktion stellt diesen Antrag auch eingedenk der Zeit, die seit den Ereignissen des 9. November 1989 ins Land gegangen ist. Und wir sind der Auffassung, dass es auch ein Stück zu unserer Verantwortung gehört, als Stadträte auch diese Möglichkeit der Überprüfung, die es ja nach wie vor gibt, zu nutzen. Und wir sind nach einer Änderung des Stasi-Unterlagengesetzes durch den Bund jetzt in einer anderen Form, gibt es die Möglichkeit, diese Überprüfung durchzuführen.
Es ist etwas vereinfacht worden und aus diesem Grund haben wir also auch die Vorlage in diesem Umfang vorgelegt. Sie richtet sich nach einer Empfehlung der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagenbehörde. Im Grunde genommen ist es ein nahezu wörtlich übernommener Text, der von dort aus empfohlen wurde. Wir denken auch, dass gerade am vergangenen Wochenende der eine oder andere ja auch noch mal verfolgen konnte, was vielleicht uns allen nicht immer jeden Tag präsent ist, aber es hat vielleicht beigetragen, dass wir heute für diesen Antrag eine Mehrheit bekommen. Darum werbe ich und ich hoffe, dass das auch gelingt. Vielen Dank. Dankeschön. Entsprechend unserer Frage Geschäftsordnung habe ich zwei Bemerkungen, zu denen wir gestern im Netz verständigt haben. Erste Bemerkung, es gibt keinen Verweisungsantrag zur Vorberatung in einem Ausschuss, sondern weder von Verwaltung noch Antragsteller, sondern es gibt den Vorschlag der Direktentscheidung heute. Ein anderer Antrag ist nicht gestellt. Als zweites haben wir im Ältestenrat eine Präzisierung der Vorlage auf Seite 1 vorgenommen, sodass ich Ihnen entsprechende Präzisierung ist benannt wurde, die stimmberechtigten Vertreter des Sonderbeirates benenne. Das ist zu Ziffer 1 Herr Dorte, zu Ziffer 2 Frau Späte, zu Ziffer 3 Herr Schwarz, zu Ziffer 4 Herr Heller, zu Ziffer 5 Herr Weißbrot, zu Ziffer 6 Herr Seidelt, zu Ziffer 7 Herr Prüfe und zu Ziffer 8 Herr Rübenstahl. Die Position persönlicher Stellvertreter wurde gestrichen. Sowohl im Text als auch dann in der Tabelle. Das ist also an die Personen gebunden bleibt. Das ist auch von der Vertraulichkeit, die in der Geschäftsordnung die Ausdrücke abgenannt ist, richtig so, dass der Personenkreis eingegrenzt gehalten wird. Das bitte ich einfach jetzt noch mit, dass Sie es mit in Ihren Unterlagen ergänzen bzw. in Ihren Überlegungen einbeziehen. Die Vergangenheit holt einen auf oder holt einen ein, wenn man sich mit ihr nicht auseinandergesetzt hat. Und als diese Vorlage zu mir zumindest zur Kenntnis kam, hatte ich zum Anfang vor dieser Vorlage ja mit Enthaltung oder eher mit Gleichgültigkeit zu begegnen, weil ich denke, nach 25 Jahren Wende sollte das eigentlich ein Thema von gestern sein. Und dann fällt mir in dem Zusammenhang immer ein, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, die damals verantwortlich im Staatsapparat und bei der Staatssicherheit waren, sind alle namentlich bekannt. Sie kamen ungeschoren davon. Die informellen Mitarbeiter waren die, denen wir uns zuwenden konnten. Ich hatte das damals für mich persönlich abgelehnt. Die Vergangenheit holt einen aber ein, wenn man sie nicht entsprechend aufarbeitet. Und nachdem ich am Wochenende einen Bericht in der Mitteldeutschen Zeitung gelesen habe, der einen nachgewiesenermaßen IM Herrn Kautz als Motor der Wende hier in dieser Stadt feiert, hat mich das so tief empört, dass ich mich zum einen direkt an die MZ gewandt habe und zum anderen ich dieser Vorlage natürlich, und das ist auch in Abstimmung mit der Fraktion so, zustimmen werde. Ich habe für die Verdrehung von Geschichte und für die Nichtaufarbeitung kein Verständnis mehr. Und ich hoffe, dass zumindest, unterstelle ich, dass es unter uns im Stadtrat niemanden gibt, der bei dieser Überprüfung als ehemaliger IM enttarnt wird. Das ist meine große Hoffnung, weil davon natürlich auch unsere Zusammenarbeit maßgeblich in Zukunft abhängen wird, inwieweit sie auf Vertrauen und auf ein Miteinander, gedeihliches Miteinander stehen kann. Danke. Dankeschön, Herr Büchig.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für mich, das ist meine persönliche Meinung, was ich jetzt wiedergebe, für mich persönlich ist es völlig unstrittig, dass wir diese Überprüfung beschließen sollten. Das ist ja in jeder Wahlperiode geschehen. Also die Mitglieder des Stadtrates, die hier schon länger dabei sind, die wissen das. Für mich ist auch völlig in Ordnung, dass wir die ersten drei Punkte so lassen sollten, wie sie hier vorne zu sehen sind. Der Stadtrat beschließt die Überprüfung der Mitglieder des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters. Was sich mir allerdings nicht erschließt, ist, wozu brauchen wir denn diesen Sonderbeirat? Warum müssen wir uns selbst überprüfen? Aus meiner Sicht würde es korrekt sein und in Ordnung sein, wenn nach dem Text, der hier vorne zu sehen ist, die Beschlussvorlage weitergehen würde mit: Die Überprüfung ist durch den Vorsitzenden des Stadtrates von Amts wegen beim Bundesbeauftragten für Stasi und das Stasi-Unterlagengesetz zu beantragen. Fertig. Und das ist mein Antrag, dass wir diese Beschlussvorlage so ändern. Denn dafür haben wir diese Bundesbehörde und ich wüsste nicht, warum wir dafür einen Sonderstadtrat brauchen. Dankeschön. Dankeschön. Werte Damen und Herren, mein Fraktion lehnt diese Vorlage ab, die wir jetzt angekündigt. Wir sehen da letztendlich keinen Bedarf mehr. Wer das sagen möchte, soll zustimmen. Da schließen wir uns sicher, aber wir werden nicht zustimmen. Danke. Dankeschön, Herr Müller. Danke, Herr Spinner. Ja, meine Damen und Herren, meine Fraktionsvorsitzende hat es bereits gesagt, aber ich persönlich stelle diesen Vorlauf ab. Ich möchte das auch begründen. Der Bundesvorstand der BDS hatte bereits vor einigen Versicherungen eine Festlegung getroffen, dass alle Kandidaten, die für ein Amt kandidieren, ihren Lebenslauf offenlegen. Das haben wir getan. Und wir sehen in diesem Sachen, wie der Fraktionsvorsitzende auch schon gesagt hat, keinen Anlass jetzt nochmal in die Überprüfung. Für mich persönlich möchte ich sagen, ich bin bereits 24 Jahre in der Politik tätig. Seit 1989, meine erste Überprüfung, Herr Kriechek wird das wissen, geschah bei den ersten drei Wahlen 1990, wo alle Kreistagsabgeordneten überprüft wurden. Ich wurde diesbezüglich, es gab Anschuldigungen, aber der Beginn starrte nie auf. Und die letzte Überprüfung war, wo ich ins Rentenalter eingetreten bin, wurde mir bestätigt, dass ich nie Mitarbeiter der Staatssicherheit war und auch nie Mitarbeiter im AFMS. So. Im Zusammenhang mit dem Antrag von Frau Eschner, um das nochmal vielleicht zu erklären. Wir alle wünschen uns, dass bei möglicher Beschlussfassung dieses Antrags hoffentlich nichts dabei herauskommt. Was wünschen wir uns alle? Sollte doch eintreten, dass die Prüfung jetzt beschlossen wird, dann wird ja der Stadtrat selbst handelnder und insofern ist es auch seine ureigene Aufgabe, sowohl das Verfahren in Gang zu bringen, den Schriftverkehr zu führen über den Stadtratsvorsitzenden und natürlich auch mögliche Kosten entgegenzunehmen, welcher Natur auch immer. Und genau damit der Stadtratsvorsitzende mit dieser Post, die ja hoffentlich nichts enthält, was man Sorgen machen müsste, aber für den anderen Fall dann noch eine Regelung getroffen wird, dass er in dieser besonderen Vertrauenssituation nicht alleine ist. Aus diesem Grund ist dieser Sonderbeirat einberufen oder soll er einberufen werden. Und wir haben hier, und da gebe ich natürlich dem einen oder anderen recht, ganz bewusst für jede Fraktion die Möglichkeit der Teilnahme eröffnet. Man hätte das Gremium kleiner machen können, aber dann wäre wieder die Frage entstanden, warum der und nicht wir. Also haben wir das ganz bewusst so gehalten und ich denke, dazu haben wir uns auch gestern im Ältestenrat
verständigt. Deswegen würde ich auch noch mal bitten, wenn eine Geschäftsordnung, solange sie auch sei, nur für diesen Zweck erlassen wird und wir brauchen sie gar nicht in diesem neuen Umfang, ist es besser, man hat eine als man hat keine. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Stadträte, alles geht in Ordnung. Sehr geehrter Oberbürgermeister, Bürgermeister, Herr Vorsitzender, werte Stadträte, ich bin hier vorgegangen, damit ich jeden ins Gesicht sehen kann, wenn ich meinen Redebeitrag hier halte. Ich habe lange mit mir gekämpft, dass ich hier vorgehe und hier etwas dazu sage. In meiner Vergangenheit, ich kann mich noch an die Lager 2004 erinnern, das war eine schlimme Zeit für mich, als in meinem damaligen Büro ringsherum zugekleistert war, wo ich herkomme. Deshalb habe ich ein Problem gehabt und habe das gestern noch im Ältestenrat gesagt, mit der Sache Vertraulichkeit. Ich wurde von einem Stadtrat, der heute noch Stadtrat hier, ständig diffamiert und ständig angezählt mit Unwahrheiten. Und deshalb sage ich heute noch dazu, wo bleibt da die Vertraulichkeit? Ich werde dieser Vorlage zustimmen, weil ich nichts zu verbergen habe. Aber ich sehe nicht Sinn und Zweck dieser Vorlage. Nach 25 Jahren, was will man da noch herausbekommen? Ich wurde 5-mal überprüft. Ich bin ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht seit über 20 Jahren. Dort wurde ich überprüft. Ich war in der Gewerkschaft und habe mich bei der Gewerkschaft überprüfen lassen. Ich sage es heute, wie es hier. Ich möchte das nicht zuschlagen, das Buch der Geschichte, lieber Kollege Kmicek. Aber irgendwann müssen wir uns doch darauf besinnen, dass nicht in den letzten 25 Jahren oder vor 25 Jahren immer wieder in dieselbe Kerbe gehauen wird. Ich war damals 40 Jahre alt. Ich habe in Hydrowerk gearbeitet und anschließend in einer anderen Institution. Dazu stehe ich. Das ist meine Lebensgeschichte. Die kann ich auch nicht zurückdrehen. Und deshalb heute dieser Redebeitrag. Ich bin sehr emotional bewegt davon, als ich diese Vorlage gelesen habe. Und ich muss mal sagen, was alles so in der letzten Zeit so passiert ist, das hätte man schon früher tun können. Und ich sage es nochmal, ich bin in der dritten Periode im Stadtrat, oder in der vierten ganz sogar, wenn ich die anderen dazu zähle, da muss ich ehrlich sagen, ich sehe keinen Sinn drin. Ich werde aber dieser Vorlage zustimmen, nicht, dass es dann einen Einschein tut, als wenn ich was verstecken möchte. Dankeschön. Sagen wir das sehr skeptisch. Ich erinnere mich an die Prüfung in der vorangegangenen Legislaturperiode. Wir hatten damals mit dem damaligen Stadtratsvorsitzenden Herrn Engel, unter dessen Ägide es wohl lief, gesprochen und hatten gefragt, wie verläuft das. Er sagt, ja, es muss jeder seine Einverständniserklärung geben. Ich sage, wenn sie jemand nicht gibt, na, da kann nicht geprüft werden.
Und dann haben wir gefragt, was passiert, wenn doch herauskommt, dass jemand als IM beschäftigt war oder... Ja, das darf ich euch trotzdem nicht sagen. Und damit haben wir das damals als Humbug abgetan und gesagt, dann macht es auch keinen Sinn. Die Frau Später hat uns diesmal mitgeteilt, dass es diesmal unabhängig von der Zustimmung des Einzelnen eine Überprüfung geben kann. Wir haben uns diesbezüglich auch nochmal informiert und es ist auch wirklich so. Und unter diesen Vorzeichen macht natürlich so eine Überprüfung nochmal Sinn, egal ob es 25 Jahre her ist. Aus diesem Grund werden wir dieser Vorlage zustimmen. Danke. So, der Änderungsantrag, wenn ich mir jetzt mal in den Text reinbringe, von Frau Eschmann, heißt, dass nach dem Punkt 3 die restlichen Teile des Beschlusses gestrichen werden und lediglich das als angefügt wird. Der Vorsitzende des Stadtrats hat beauftragt, die Überprüfung bei der Landesbeauftragten zu beantragen. So ist der Antrag von Frau Eschmann gewesen, alles andere zu streichen als im Sonderausschuss. Ich habe so verstanden, Frau Eschmann, dass dann sollte es etwas sein, wenn der Vorsitzende des Stadtrats sich Gedanken macht und die eine Einziehung und die andere folgen. Geht mir das. Wenn hoffentlich nichts erforderlich ist. Also der Streichungsantrag mit dem neuen Satz. Danke, Frau Bürgermeister. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, die Änderung zur Beschlussfassung. Mit dieser Ergänzung zu dem Antrag der SPD einverstanden ist, gebe ich jetzt die Zustimmung. Vier Ja-Stimmen, Gegenstimmen. Thank you.
Damit ist das Ergebnis 25 Ja-Stimmen, 8 Gegenstimmen. Ich schließe mich an das Ordnungspunkt 12, ich rufe an das Ordnungspunkt 13, Einführung, Terminplan für die Sitzung des Stadtrates und seine Anschlüsse für das Jahr 2015. Im Hauptausschuss wurde abgestimmt, wie voll, 11 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Frau Schmidt. Ja. Bei Ja. Ja. Das ist
20 bis 33 Jahre. Die Schiffe sind da so gut wie 15, dann sind um 16 ist zurückgezogen und verhandelt da so gut wie 17. Schlüssellage, Unterstützung des Ordnungsamtes, ebenfalls ein Antrag der Fraktion ALL, AfD, Abgeordnete, sowie in den vorhergehenden Anträgen dieser Fraktion zur Verweisung in die Ausschüsse, mehrheitlich beschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, diese Beschlussvorlage in die Ausschüsse zu verweisen, bitte Zustimmung. Tagesordnungspunkt 17, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 18, allgemeine Anfragen zur Information des Oberbürgermeisters. Bitte den Antrag. Wir wählen den Terminplan der Informationen und Aussagen am 27.01. zum Gedenken an für die Opfer des Nationalsozialismus passiert. Es ist der 70. Jahrestag von 3 Es ist in der Vergangenheit immer sehr schön gewesen, wo wir eine entsprechende Vorveranstaltung stattfinden. Und das wird genauso auch stattfinden, weil es als staatlicher Gedenkrat heraus ist, da bin ich verantwortlich. An unserem Mahnmal an einen gezögerten Gedenkplan. Ich hatte vergangenes Jahr beispielsweise keine Unterstützung dafür bekommen, dass wir uns regelmäßig dauerhaft offiziell als Stadt in Lebensdorf beteiligen, sodass wir das jetzt unserem Einbart machen und so wie wir das seit Jahren tun, nur einmal nicht mehr bewahrt Zeit und Lebensdorf. Ich habe eine Anfrage, und zwar Thema ist Luthertag in Zeitz. Es gibt einen Beschluss vom 15.03.2001 zur Durchführung dieses Luthertages. Das war mit 29-0-0 Stimmen. Ich habe alle Unterlagen hier dabei. Jetzt haben wir dann 4 Luthertage gemacht, also beschlossen 2001. Der erste Luthertag fand 2003 statt. Der letzte Luthertag, der vierte dann bereits, am 30. und 31.10. Im Jahr 2010. Und jetzt meine Anfrage. Ich weiß, wir haben, die Stadt hat kein Geld, aber eigentlich könnte man das auch ohne Geld stemmen. Und ich möchte das ganz gerne auch zum Protokoll nehmen. Ich habe hier die ganzen Unterlagen, auch die Berichte über die Luthertage. Das habe ich alles dabei. Die Frage ist nur, wann findet der nächste Zeitzer Luthertag statt? Ich möchte gar nicht dazu sagen, ich höre jetzt das erste Mal davon. Der letzte war 2010. Aber auch nicht als Luthertag in dem Sinne deklariert gehabt. Ich kenne den Beschluss nicht, was eine relevante Aussage ist. Wir haben mehrere Gelegenheiten gewählt und haben die Reformation im Mittelpunkt gerückt. Das ist doch richtig. Aber diese Luthertage waren sehr schön. Und es gibt, ich lese es mal ganz kurz vor. Nee, das geht ja nicht bei den Luthertagen. In Ordnung. Dann würde ich aber bitten, dass ich diese ganzen Unterlagen mal zu Protokoll geben darf und dass man dann vielleicht gemeinsam nochmal überlegt, was man da weitermachen kann. Meine Bitte wäre auch, dass es das nächste Protokoll gibt, dann müsste der gesamte Stadt für alle Stadtratsmitglieder kopiert werden. Mein Vorschlag wäre, dass es mir überreicht, dass ich mich da in Kenntnis setze, worum es geht und darum geht. Okay. Dankeschön.
habe zwei Anfragen an den Oberbürgermeister und warte, bis das Gespräch beendet ist. Zwei Anfragen an den Oberbürgermeister. Wir hatten uns im letzten Stadtrat darauf verständigt, dass die Vorstellung der Konzepte zur Sanierung, Umbau Franziskanerklosterkirche, Franziskanerkloster zum einen und zum anderen Michaeliskirche in dem Bauausschuss stattfindet. Wann ist dieses geplant? Denn an dem einen wird gearbeitet und das andere ist, wenn man so will, ebenfalls in Arbeit. Es wäre, denke ich, notwendig, dringend notwendig, dass dazu einfach mehr Informationen im Bauausschuss erfolgt. Auf der Tagesordnung des Bauausschusses nächste Sitzung ist die Michaeliskirche dabei. Der Umbau Franziskanerkloster zur evangelischen Grundschule sind noch keine vorstellungsfähigen Unterlagen nach neuestem Stand des Trägervereins. Ich denke aber, also Dankeschön einmal für die Antwort bezüglich Michaeliskirche. Beim Franziskanerkloster ist aber nicht nur interessant, was im Bereich der evangelischen Grundschule geschehen soll, sondern was insgesamt an Nutzung in dieses Kloster hinein soll. Und ich habe jetzt beiläufig irgendwo gelesen, dass da sowas wie ein Archiv dann noch eingerichtet werden soll. Ich denke, das wäre insgesamt doch mal interessant, dieses Konzept kennenzulernen. Damit es jetzt nicht die Aufgabe des Stadtrats in der Wahlperiode die Wiederholung aller Beschlüsse der vorgehenden Wahlperiode durchzuführen. Es gibt dazu ganz klare Strukturentscheidungen und es gibt im Moment, es gibt auch die ganz klare Entscheidung gemeinschaftlich zur Franziskanerkloster, den historischen Teil des Stadtarchivs in das Franziskanerkloster im Bereich des ehemaligen Refektoriums einzusetzen. Ist ganz klar geklärt. Und es gibt im Moment in der Tat nur die offene Frage der evangelischen Grundschule. Alle anderen Dinge sind entschieden. Und um jetzt hier diese Vorstellung zu machen, brauchen wir mit Sicherheit sinnhafterweise auf das, was sich jetzt mit der evangelischen Grundschule in der Planung darstellt. Zum historischen Archiv können Sie doch aber bitte sicherlich ins Protokoll mal geben, wo da dieser Beschluss an welcher Stelle getroffen wurde. Das war mir, und da sehen Sie es mir bitte nach, einfach neu. Das Nutzungskonzept ist komplett vorgestellt worden und ist bestätigt worden. Ob es ein formeller Beschluss war, weiß ich nicht. Müsste jetzt die Mitglieder des Bauausschusses oder des Stadtratsausschusses das auch behandelt. Wir würden nur ein Zeugnis bemühen, ist jedenfalls komplett vorgestellt worden. Wir hatten zwei Beratungen zur evangelischen Grundschule und da spielte die Rahmenaufgliederung bereits eine Rolle im gesamten Kloster. Und danach gab es den Beschluss des Stadtrates, die evangelische Grundschule zu erfolgen nach dem Rahmenverordnungskonzept. Den Beschluss gibt es und da lagen auch die gesamten Belegungspläne nach dem damaligen Entwurf, an den hat sich auch nichts geändert vor. Ich bleibe aber bei meiner Bitte und begründe sie auf den Volk. Ich bleibe bei meiner Bitte zum Gesamtkonzept Franziskanerkloster und begründe es wie folgt. Wenn wir derartiges planen, zieht das Folgekosten nach sich und diese Folgekosten sind natürlich auch im Haushalt entsprechend zu hinterlegen. Insofern denke ich, gehört das zusammen und sollte uns nochmal gemeinsam beschäftigen. Wir werden es im Rahmen der Haushaltsdiskussion in jedem Fall erbitten, damit wir einfach wissen, was aus vorgestellten Konzepten sich dann in der Konsequenz für finanzielle Verpflichtungen ableiten. Denn wenn es dazu keinen Beschluss gibt, denke ich, können Sie nicht einfach davon ausgehen, das entsprechend umzusetzen. Das zum einen. Zum anderen gibt es immer diese bösen Gerüchte. Der Bahnhof soll Ihnen in Person zum Kauf von 5.000 € angeboten worden sein. Und Sie haben es als nicht für notwendig erachtet. Ich denke, eine derartige Frage gehört zumindest in den Stadtrat, um sich mit dem Thema Bahnhof mal genauer zu beschäftigen, damit wir dieses zugegebene Eingangstor in die Stadt doch auch zukünftig in einem vorzeigbaren Zustand vorweisen können. Und ich bitte einfach, dieses auch in einer entsprechenden Ausschusssitzung im Bauausschuss mal zu thematisieren, denn
Ich denke, es lohnt sich, sich mit dem Thema Bahnhof als Stadtzeit zu beschäftigen. Ist das aus Ihrer Sicht, trägt das Ihre Zustimmung, dass das im nächsten Bauausschuss auf die Tagesordnung kommt? Dann werden wir eine entsprechende Vorlage zum nächsten Stadtrat einbringen. Ich bitte daran, dass um eine Gelegenheit der Stadt gesprochen wird, der Herr Bahnhof für die Deutsche Bahn AG. Punkt. Es wird keinen Tagesordnungspunkt zum Bahnhof geben. Es sei denn, Sie stellen den Antrag, den Bürgermeister beauftragt, den Bahnhof für 5.000 Euro zu kaufen. Herr Oberbürgermeister, ich habe Herr Mietzek, es werden die Dinge angesprochen, wie Sie entsprechend Gemeinwohnungen hier behandelt werden können. Plaudern über fremdes Eigentum werden wir hier nicht tun, das werde ich auch nicht zulassen. Herr Oberbürgermeister, dann rechnen Sie mit einer entsprechenden Vorlage an den Stadtrat. Dankeschön. Ich hatte in der letzten Stadtratssitzung zwei Anfragen. Die eine bezüglich der Parksituation Kiefernweg hat mir Herr Otto beantwortet schriftlich. Vielen Dank dafür. Die zweite bezüglich der fehlenden Straßenbeleuchtung habe ich bis heute noch keine offizielle Antwort. Zu kurz dazu. Herr Misch, haben Sie dazu eine Antwort? Es gab zwar keine offizielle Antwort, das ist richtig, aber ich hatte Herrn Schulze-Knechtel ja mal mündlich schon beantwortet, wo wir uns getroffen haben. Also so, wir haben das überprüft, die lichttechnische Berechnung, die damals der SSBZ gemacht hat, ergibt dort keine Notwendigkeit eines Standortes, aber wir haben, wie gesagt, wollen uns das nochmal angucken im Dunkeln, hat Frau Schneider nochmal gebeten, sich das im Dunkeln anzugucken, weil in der Praxis ist ja doch mal ein bisschen anders und ich hatte Herrn Schulze-Knecht in Aussicht gestellt, dass wir nächstes Jahr, wenn das notwendig ist und wenn die finanziellen Mittel dafür da sind, wir das nochmal erwägen. Dieses Jahr ist es einfach aus Grund der Finanzen nicht mehr drin. Habe ich ein Problem damit?
weil es sind unsere, die Betriebe bei uns im Stadtgebiet, sind nicht einmal 0,01% alle vorhanden. Feststeht, um das nochmal an der Stelle klarzustellen, Frau Späte, bei der Zulieferung der Rüben erfolgt etwas anderes. Was denn dann? Dann habe ich es nicht richtig verstanden. Ich denke, der Holger hat gesagt, dass ich da gerne mit Ihnen unterhalten muss. Herr Köstner, bitte. Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage aus dem Ortschaftsrat Theißen. Und zwar geht es um das Problem, was schon in einigen Ortschaftsratssitzungen beschlossen wurde und immer wieder in den Protokollen steht. Und zwar wurde dort besprochen, dass die Erneuerung der Ortseingangsschilder, also nicht der Hauptschilder, sondern Theißen begrüßt seine Gäste, erneuert werden sollte. Wir haben in der Richtung noch keine Antwort bekommen und ich möchte hier darum bitten, dass bitte zur nächsten Ortschaftsratssitzung dort eine Stellungnahme erfolgen sollte. Sie haben es beschlossen, als Ortschaft finanziert wird. Ja, wie sie finanziert wird, das steht dann im Raum, aber es wird gar nicht reagiert von der Verwaltung in der ganzen Richtung, wie man soll. Und ansonsten, ich habe auch schon mal in den neuen Haushaltsplan reingeschaut, selbst da sind keine Kosten vorgesehen, sowas mal auch mitzumachen. Stellen wir uns mal, Herr gibt dafür auch nichts her. Die Frage ist nur, ob sie möglicherweise noch als Ortschaftsstelle finanziert werden kann. Städtische Haushalt kennt die Haushaltsstelle nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe es persönlich heute das erste Mal gehört. Ja, es steht in den ganzen Protokollen und das schon seit letzten Jahren, haben wir das immer wieder angesprochen, aber es tut sich halt nichts. Ja, Herr Emisch wird sich der Protokolle annehmen und wird Ihnen... Bloß, dass wir den Ortschaftsräten und unseren Bürgern dann auch eine Aussage machen können. Was sehen wir von der Lücke mit Zustimmung zur Ortschaftswahl, das Ende im mittleren Vergleich noch auf dieses Jahr? Der städtische Haushalt gibt es nicht mehr. Danke. Gute 1.019.